Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Wir sind jetzt genau seit 5 Monaten jeden Mittwoch hier. Das ist ganz toll und wir sind nicht so viele, wie wir mal waren, aber wir haben heute ganz tolle Unterstützung von Freunden, die extra den weiten Weg aus Brackenheim hierher geschafft haben, uns diesmal zu unterstützen. Das finde ich ganz hervorragend. Ja, eigentlich wollte ich heute nur was ganz Nettes und Verbindliches sagen. Es ist aber irgendwie nicht möglich, weil es ja überhaupt nicht nett zugeht. Viele von euch haben ja mitbekommen, dass, ich meine, wir demonstrieren ja jetzt hier schon lange gegen die bereichsbezogene Impfpflicht und darüber hinaus gegen Corona-Maßnahmen. Und viele haben ja mitbekommen, dass das Bundesverfassungsgericht letzte Woche da eine Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise einen Beschluss verkündet hat, dass die bereichsbezogene Impfpflicht offensichtlich völlig verfassungskonform ist. Wir sind natürlich gleich hingefahren nach Karlsruhe und haben denen auch unsere Meinung gesagt. Ich habe einiges mitbekommen, wir waren am Sonntag da und das war sehr schön. Wir haben Herrn Habert tatsächlich gesagt, was wir von dieser Entscheidung halten. Das ist ein sehr schöner Ort und es ist auch nicht so weit hinzufahren. Ich würde sagen, das kann man durchaus öfter machen. Also da kann man sehr schön im grünen Park stehen und kann den Verfassungsrichtern mal sagen, dass wir da sind und dass wir sie beobachten und dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Ja. Wir werden den Verfassungsschutz beobachten, nicht die Querdenker, sondern die Querdenker des Verfassungsrichters. Ich meine, die Verfassungsrichter sollten ja eigentlich dem Grundgesetz verpflichtet sein. Die Verfasser unseres Grundgesetzes waren sich bewusst, dass unsere Demokratie nur dann funktionieren kann, wenn den Menschen die Freiheit nicht genommen wird. Die Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes legen unsere Grundrechte fest und sollen einen Angriff des Staates auf unsere Freiheit verhindern. Leider beobachten wir gegenwärtig eine erschütternde Verachtung dieser Grundrechte durch unsere Politiker. Wir erleben, ja, da waren wir ja gerade am Sonntag. Ja. Ja, da kriegen wir recht, genau. Ja, das ist eine super Idee. klappt ja ganz hervorragend. Wir erleben eine Politik, die uns entmündigen will und die uns mit Strafen droht, statt uns überzeugen zu wollen. Ganz offen wird der Ausnahmezustand zur neuen Normalität erklärt. Ein Ausnahmezustand, in dem uns unsere Freiheit und unsere Rechte nur unter Vorbehalt gewährt werden sollen. Es gibt neuerdings übergeordnete Begründungen für Eingriffe in unsere Grundrechte, die es der Politik erlauben, individuelle Freiheiten zu beseitigen. Wir erleben steigenden Druck auf diejenigen, die skeptisch sind und Zweifel haben. Menschen, die nicht mitmachen, müssen um ihre berufliche Existenz fürchten. Wir erleben Exzesse der Diskriminierung, wie sie noch vor kurzem in unserem Land undenkbar waren. Und die Folgen sind eine Spaltung unserer Gesellschaft und eine Verrohung des Umgangs mit Andersdenkenden. In einem solchen gesellschaftlichen Klima bedienen sich viele nicht mehr des eigenen Verstandes, um mündige Bürger zu bleiben. Stattdessen lassen sie sich freiwillig entmündigen. Aber es gibt auch noch Menschen, die nicht aufgegeben haben, selber zu denken. Ihr gehört sicher mit dazu und ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich hier seid. Viele von uns sind ja Mitarbeiter in Gesundheitsberufen. Das heißt, viele von uns haben keine Corona-Pause. Mit einer Gleichgültigkeit, die fassungslos macht, werden wir vor die Wahl gestellt, ob wir unser Recht auf Selbstbestimmung oder unsere Arbeit verlieren wollen. Wir treffen uns jetzt seit 5 Monaten hier, weil wir mit dieser Wahlfreiheit nicht einverstanden sind. Wir sind wütend darüber, dass uns die Politik vor diese Wahl überhaupt stellen darf und fragen uns, sind wir gerade Zeugen eines Staatsversagens oder schon eines Staatsstreichs? Festzustellen ist, die Abwehrmechanismen unserer Gesellschaft haben kläglich versagt. Eine Mehrheit in der Bevölkerung übernimmt widerstandslos ein Narrativ, das jeder Logik entbehrt.
Die Medien unterdrücken jede abweichende Meinung und jede unbequeme Äußerung. Wir sehen Parlamente, die sich durch das kritiklose Abnicken von Gesetzen selbst entmachtet haben. Das alles geschieht in rasender Geschwindigkeit, angetrieben durch ein unklares Bedrohungsszenario, das bei näherer Betrachtung eher als Simulation einer weltweiten Gesundheitskrise erscheint. Das nächste Bedrohungsszenario, die Affenpockenpandemie, wird ja bereits vorbereitet und von unseren Medien dankbar aufgegriffen. 21 Tage Isolation, hören wir heute, fordert unser Gesundheitsminister für eine Erkrankung, die meistens mild verläuft, in Afrika endemisch ist und weltweit bisher 90 Mal aufgezeichnet wurde. Und man muss vom Leoparden gebissen werden. Die Kontrolle über unser Land haben wir Regierungen überlassen, deren Motive fragwürdig sind und die sich nicht einmal mehr in der Pflicht sehen, ihre Entscheidungen und Verordnungen logisch zu begründen. Vorgeblich zum Schutz unserer Gesundheit wurden in den letzten 2 Jahren unvorstellbare Kollateralschäden in Kauf genommen. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen einer verheerenden Politik werden uns noch über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, beschäftigen. Gleichzeitig steht eine Evaluierung der getroffenen Maßnahmen weiterhin aus und es werden bereits die nächsten einschneidenden Eingriffe in unser Land vorbereitet. Die Pandemie sei nicht vorbei, hören wir. Und wir verstehen die Drohung. Aber wir lassen uns nicht gerne drohen. In einer solchen Situation... In einer solchen Situation setzen wir unsere Hoffnungen in einen funktionierenden Rechtsstaat. Wenn Politiker unsere Freiheit zur Disposition stellen und zum Beispiel unser Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung in Frage stellen, käme unseren Gerichten die Aufgabe zu, uns vor diesen Angriffen zu schützen. Aber auch diese Hoffnungen werden immer wieder enttäuscht. Nahezu alle Einschränkungen der Grundrechte, die wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, wurden von Gerichten ignoriert oder ohne unabhängige Überprüfung abgesegnet. An Richtern hingegen, die mutige Entscheidungen trafen und die Vorgaben der gegenwärtigen Corona-Politik in Frage stellten, wurden Exempel statuiert. Gespenstische Beispiele sind die Ermittlungen und Hausdurchsuchungen bei einem Familienrichter in Weimar und seinen Gutachter. Er hatte entschieden, dass der Maskenzwang an Schulen eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Weil er nach Prüfung des Sachverhaltes zu anderen Urteilen kommt, als es unsere Regierung zurzeit gestattet, wurde er kriminalisiert. Und diese Art der Einschüchterung funktioniert. Wir sehen mittlerweile ein vollständiges Versagen unserer Justiz, sodass sich manche Leute zu Recht fragen, ob wir noch in einem Rechtsstaat leben. Angriffe der Politik auf unsere Freiheit und unsere Bürgerrechte hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Diese Angriffe wurden aber früher oft abgewehrt. Am vergangenen Sonntag standen wir mit etwa 500 Menschen vor dem Bundesverfassungsgericht. Zu den Aufgaben dieses Gerichtes gehört es, uns Bürger vor dem Entzug unserer garantierten Grundrechte und unserer individuellen Freiheit zu beschützen. Diese Aufgabe hat es auch über Jahrzehnte immer wieder erfüllt. Den Richtern an diesem Gericht war früher klar, dass die individuelle Freiheit jedes Bürgers eine unbedingte Voraussetzung für das Funktionieren unserer Demokratie ist.
Sie wussten, dass Beschränkungen dieser individuellen Freiheit immer nur Ausnahmen sein dürfen und dass jede solche Ausnahme sorgfältig geprüft und stichhaltig begründet werden muss. Die Definition eines höheren Ziels, wie zum Beispiel ein bloßer angenommener Gesundheitsschutz, darf nicht als Form von kollektiver Freiheit der individuellen Freiheit übergeordnet werden. Die bloße Annahme, die Ausbreitung einer Virusinfektion könne zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen, darf niemals Grundlage für die massenhafte Verletzung von Grundrechten sein. Das Bundesverfassungsgericht hat am vergangenen Donnerstag die bereichsbezogene Impfpflicht für verfassungskonform erklärt. Mit diesem Beschluss ist vielen endgültig klar geworden, dass die Prüfung, ob ein Gesetz geeignet, ob es zweckmäßig oder notwendig ist, vor diesem Gericht nicht mehr stattfindet. Den Richtern ist natürlich klar, dass ein Gesetz zur bereichsbezogenen Impfpflicht nur mit dem Schutz vulnerabler Gruppen begründet werden kann. Damit eine solche Begründung stichhaltig wäre, bräuchten wir aber Impfstoffe, die einen solchen Schutz überhaupt bieten. Zahlreiche internationale Studien zeigen, dass die eingesetzten Impfstoffe Infektionen nicht verhindern und damit auch keinen Fremdschutz bieten können. Das zeigen uns die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das zeigen die offiziellen Zahlen aus anderen Ländern und letztlich zeigt es uns auch unsere eigene Lebenswirklichkeit. Dass sich 2-, 3- oder 4-fach Geimpfte mit Corona infizieren, wundert doch nicht mal mehr die Geimpften. Das Impfversagen ist zur Regel geworden. Damit ist jede Form einer SARS-CoV-2-Impfpflicht ungeeignet, vulnerable Gruppen zu schützen. Mit atemberaubender Ignoranz werden diese Fakten nicht nur von der Politik, sondern nun auch vom Bundesverfassungsgericht einfach negiert. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts erklären die Impfpflicht für verfassungskonform und berufen sich dabei auf das Robert-Koch- und das Paul-Ehrlich-Institut. Das Robert-Koch- und das Paul-Ehrlich-Institut sind Behörden. Sie gehören zum Gesundheitsministerium. Damit erklären uns die Richter in Karlsruhe, eine politische Entscheidung ist alleine deshalb schon verfassungsgemäß, weil die Regierung sie für richtig hält. Eine solche Haltung am Bundesverfassungsgericht ist eine ernsthafte Bedrohung für unsere Demokratie. Das Gericht nimmt seine Aufgabe nicht mehr wahr, Entscheidungen der Politik unabhängig zu prüfen. Sie schützen nicht mehr die Verfassung vor einer übergriffigen Politik, sondern sie schützen diese Politik vor der Verfassung. Ein solches Gericht können wir uns sparen. Ich fordere stattdessen ein Ermittlungsverfahren gegen diese Richter in Karlsruhe. Wegen Rechtsbeugung. Und so wie die Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen bei den Gutachtern des Weimarer Familienrichters angeordnet hat, fordere ich auch Hausdurchsuchungen bei den Gutachtern des Bundesverfassungsgerichts, dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut.
Das Sondereinsatzkommando, das vor 2 Tagen in Berlin die Wohnung von Paul Brandenburg gestürmt hat und durchsucht hat, kann doch mal beim RKI vorbeischauen und dort ein paar Computer sichern. Es wäre sicher interessant, die Zahlen zu prüfen, auf deren Grundlage das RKI seine Empfehlungen herausgibt. Es wäre auch interessant zu sehen, warum das RKI seit 4 Wochen keine Angaben mehr zur Wirksamkeit der Impfungen in seinen Wochenberichten veröffentlicht. Vielleicht erfahren wir dann auch, warum die STIKO, die zum RKI gehört, jetzt plötzlich eine Empfehlung herausgibt, Kinder unter 12 Jahren zu impfen. Jetzt, da das ohnehin verschwindend geringe Risiko einer ernsthaften Erkrankung bei Kindern noch weiter gesunken ist und man davon ausgeht, dass über 70% der Kinder in Deutschland bereits genesen sind. Wer eine Infektion durchgemacht hat, ist dagegen in der Regel geschützt. Wenn er aber nicht geschützt ist, dann liegt das an der Art des Erregers oder an der Erkrankung. Dann hilft aber auch die Impfung nicht. Wer behauptet, dass eine experimentelle Impfung gegen die Virusvariante, die wir seit 2 Jahren gar nicht mehr haben, uns besser schützen könnte als die durchgemachte Infektion mit einer aktuellen Variante, ist entweder fachlich inkompetent oder unehrlich. Die Impfung von Kindern unter diesen Voraussetzungen ist eine Kindeswohlgefährdung. Ich halte sie sogar für ein Verbrechen. Ich wünschte, es gäbe überall so mutige Juristen wie den Familienrichter aus Weimar, die sich dieser Kindeswohlgefährdung annehmen würden. Wenn wir manchmal fürchten, wir sind zu wenige, wir erreichen nichts und die machen doch mit uns, was sie wollen, dann denken wir an die Gesundheit und Zukunft dieser Kinder. Wir sind es ihnen schuldig, weiterzumachen, egal wie die Chancen stehen. Wenn alle Institutionen, die zu unserem Schutz, zum Schutz unserer Kinder und zur Abwehr eines Unrechtsstaates eingeführt worden waren, wenn die versagen oder zerstört werden, müssen wir uns auf uns selbst verlassen. Dann müssen wir die neue Freiheitsbewegung sein. Viel zu viele haben viel zu lange geschwiegen. Viel zu lange haben sie ihre Entmündigung zugelassen und mitgemacht. Die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit.